So, hallo und herzlich willkommen hier zu Let's Play von dem lieben guten Bus Simulator 2012. Ja, ne? Dachte ich mir so als Einstieg in das neue Kanal. Schlimmer kommt erstmal das als Überleitung, bis ich mir ein neues Spiel gekauft habe, von dem ich jetzt auch gar nichts verraten werde. Ihr werdet schon merken, wenn ich's hab. Jo. Dann starten wir gleich ein Spiel und zwar ein Neues. Und diese Ladezeiten sind echt schlimm, das weiß ich auch selber. Dann kommt man halt nicht dran vorbei. Also ich, ihr schon, weil ich werde das jetzt kurz überspringen. Bis gleich. So, da werden die Ladezeiten schon wieder vorbei. Wir stellen das hier an. Ein, also die persönlichen Daten. Der Name ist. Mein Name ist natürlich Cherry. Das ist ja logisch wie Baum. So, ich habe 18. Ernst. 1999 Geburtstag. Komisch, dass ich da schon Bus fahren darf, aber scheiß drauf. So, die muss ich mir jetzt kurz aufschreiben. Ich bin natürlich super vorbereitet. One second, please. So, Zettel ist natürlich wieder verwertbar. Einfach die alten durchstreichen und die neuen hinschreiben. So. Okay. Wir spielen auf dem Einsteigermodus, weil ich bin halt nicht so overflow. Ich habe das irgendwann mal ein bisschen gespielt, aber das war es dann auch schon. So. Wir haben. Uhr. 49 passt. Und September. Okay. Geh in die Halle und bestätige den Schalter links neben dem Tor. Betrete danach die Halle, gehe zur vorderen Tür des Busses, steige anschließend in den Bus und drücke die Taste C, um das Lenkrad Platz zu nehmen. Hinter das Lenkrad Platz zu nehmen. Yay. Gut, wir können natürlich so einfach rumlaufen, aber. Oh, okay. Übrigens kannst du dir auch einen Gelenkbus aktivieren, den du in der Halle die Pfeil. Die Pfeiltasten. Genau. Die Tafel suchst mit der Aufschrift Werkstattplan. Steige anschließend im Bus und drücke die T-Taste, um hinter den Lenkrad Platz zu nehmen. So, wir nehmen natürlich am Anfang keinen Gelenkbus und das würde jetzt alles ein bisschen langweilig, deswegen sprinten wir einfach mal. So. Kurz zur Info, ich habe die High Version. Und ich weiß nicht, ob das für euch auch so ruckelig wie für mich aussieht, aber es liegt definitiv nicht auf den Frames. Da habe ich nämlich den konstanten 30 FPS von Fraps drin. Also der würde auch noch mehr schaffen. Das muss schon von Fraps runter getan werden. So, hier haben wir den Plan und den Plan. Gucken wir kurz, was wir hier machen können. Genau, hier können wir uns den Bus auswählen, Standardbus. Und hier. Die Linie. Haben wir aber alles schon aufgeschrieben. Ich bin natürlich wieder vorbereitet. Wir steigen ein und betätigen die Zündung Stufe 1. Mit der Taste F7. Ach, dieser Stuhl, ne? Mit der Taste F7 kann man sich alle existierenden Linien auflisten lassen. Wähle eine Linie ausdrücke, den Weiter-Button in folgendem Fenster, was du jederzeit mit F8 aufrufen kannst. Kommt eine detaillierte Übersicht inklusive der Dienstnummer, merke oder notiere dir die Dienstlinien und Richtungsangaben und gib diese zur gegebenen Zeit in die Kasse ein. So. Ja, das ist echt spannend. Dann machen wir jetzt ja die Sportbank an. Warum merken wir, dass ich aufschreiben kann? So, das kann ich jetzt ein bisschen hier runter tun. Ich vielleicht ein bisschen runter mit F1. Ach, F, nicht nochmal ein Pad. So, schon besser, meiner Meinung nach. Vielleicht noch. Ach ja. Ach, keine Ahnung. So, passt schon. Kassenkamera. Unsere Fahrernummer ist 2163. Die Geheimnummer ist 3128. Die achtstellige Dienstnummer ist 1111. 29 17 und die Liniennummer ist 111. Die Richtung ist ein und das lädt jetzt kurz. So, übrigens mal ein bisschen hin, so damit der Stuhl nicht mehr die ganze Zeit quietscht. So, wieder hier rein die Initialisierung. Zweite Stufe, jetzt muss ich warten und dann können wir gleich den Motor starten. Und den Motor starten.
Und ich höre gerade gar keinen GameStar und ich werde es kurz überprüfen und wir sehen uns gleich wieder. So, GameStar ist da. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu laut, weil ich habe keine Einstellung gefunden zum GameStar ändern. Ja, wir schließen die Türen. Ich drücke nach unten, um die Fußbremse zu drücken und nach oben, um den Gang einzulegen. Rückgedrückt, dann einfügen drücken. Und ich werde den Ton nochmal kurz überprüfen, ich sehe uns gleich wieder. So, da bin ich wieder, das mal mit Karte. Wenn wir jetzt hier, wo wir hinfahren, also diese kleine Straßen, die kotzt mich schon ziemlich an, weil es geht. So, dann fahren wir mal los, wenn wir die Maus richtig ausgerichtet haben. So, ich fahre mit Tastatur aus dem Grund, ich habe kein Lenkrad. Das ist ein ganz einfacher Grund, einfach geht es eigentlich gar nicht mehr. So, jetzt bekomme ich die Frame-Einbrüche. Ist doch ein bisschen zu heftig. Die High-Version plus Fraps. Mal gucken. So, blinken werde ich nicht, weil ich nicht weiß, wo die Knöpfe für den Blinker sind. Ne, einfach weil ich weiß das, und zwar hier. Das liegt dran, also für die, die das wissen wollen, das ist Punkt und Komma. Das liegt daran, dass man das Spiel mit den Pfeiltasten steuert. Und es ziemlich blöd ist, damit man dann immer darüber langen muss, um ja, die Blinker zu betätigen. Beziehungsweise halt mit der linken aus den Pfeiltasten, das probiere ich jetzt mal kurz. So, Haltebremsstelle tue ich immer deswegen rein in die Ampel, weil uiuiui. Aber ich sagen wollte, Haltestellenbremse tue ich deswegen rein. Weil ich hab's echt vergessen, was ich sagen wollte, ne? Ist ja schlimm. Die Haltebremse. Ach ja, genau, weil wenn man einfach aufs Gas geht, dann fährt man weiter, aber man muss das nicht erst wieder kompliziert lösen. So. Hier, wo ich das Spiel angetestet habe, gab es ein paar Bugs. Und zwar war da so ein Auto quergestanden und es ging einfach nicht weiter. So. Vielleicht haben wir etwas. Alter, ist das mit der Tastatur scheiße. Ich habe mich immer gewundert, warum ich so schlecht in dem Spiel bin. Das klärt sich jetzt plötzlich. Ja, okay, warum habe ich es nicht vor? Oh, Regen. Oh! Oh, was ist die Regentaste? Die hier? Nein. Das muss ich jetzt leider kurz nachgucken. So ganz live und in Farbe. Bei der Steuerung. Fahrzeug, Saturnmaus. Oh, ich habe Autoritate eingeschaltet. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. So. Ist doch irgendwo stehen. Ach, ich weiß es wieder. Ja, da kommt es auch gerade. Aber mir ist es gerade auch wieder eingefallen. Und zwar was klebt in meine Maus hier so? Ich musste nur gerade das Mauskabel von hinter meinem Desktop hervortun, weil das ist da alles. Bisschen komisch, weil ja, da sind relativ viele, also sehr, sehr viele Kabel da hinten. Das glaubt ihr mir nicht, wie viele Kabel da hinten sind. Also, das ist echt scheiße viel. Da blicke ich auch nicht mehr durch. Ja, weil ich habe auch hier gleich nebenan die PlayStation und den Fernseher stehen und dann wird das alles ein bisschen komplizierter. Liegt einfach alles in dumm, statt vorne irgendwelche Kabel hin zu haben, und da verklemmt sich die Maus halt immer wieder. Muss immer ein bisschen da ziehen, damit ich ein bisschen mehr Kabelfreiraum habe, und ja, dann habe ich mehr Kabelfreiraum und freue mich. Genau so mache ich das.